Über die Bedrohung, die vom Klimawandel ausgeht, sind wir inzwischen ziemlich gut informiert. Naturwissenschaftliche Forschungen gibt es dazu etliche. Wie aber der gesellschaftliche Umgang mit der Bedrohung aussehen könnte, dazu sind die Überlegungen nach wie vor begrenzt. Genau hier setzen die Spiekeroger Klimagespräche an, die Ende letzter Woche zum ersten Mal stattfanden. 30 geladene Teilnehmer aus Wissenschaft, Kultur, Sozial- und Geisteswissenschaften debattierten im Künstlerhaus Spiekeroog über Klimaschutz und Klimaanpassung. Fortan sollen die Klimagespräche jährlich Ende Oktober stattfinden. Philipp Hesse und Philipp Edelhoff waren bei der Premiere dabei. Was ist es mir wert, morgens beim Weg mit dem Fahrrad zur Arbeit ein Vogelgezwitscher zu hören? Also gehört das nicht auch zum Stück weit zum Lebensstandard? Oder ist Lebensstandard wirklich ins Auto zu steigen und mit dem Auto, mit welchem auch immer, sozusagen morgens zur Arbeit fahren zu können? Mit dem Wandel des Klimas wird sich auch unser Leben verändern, ob wir wollen oder nicht. Die Spiekeroger Klimagespräche thematisieren, wie die Gesellschaft damit umgeht. Mit dem Künstlerhaus Spiekeroog haben die Organisatoren einen passenden Tagungsort gefunden. Die Menschen, die hierher kommen, sind durch die Natur besonders prädestiniert, auch hier eine gewisse Ruhe zu finden, sich kreativ zu betätigen. Da braucht man zunächst einmal ein bisschen Abstand vom Alltag. Von daher sind wir sehr daran interessiert, dass die Natur hier auch so erhalten wird. Und wenn sich dann Experten hier, national ausgewiesene Experten hier unterhalten, dass wir diese Natur auch bewahren, dann ist das für uns natürlich ein großes Gut und deswegen ist die Kooperation zustande gekommen. Initiator der Spiekeroger Klimagespräche ist Reinhard Pfriem. Der aktuelle Diskurs über den Klimawandel ist für ihn nicht ausreichend. Vor allen Dingen der Befund, dass die Frage des Klimawandels scheinbar, aber eben betrüblicherweise einseitig bei den Naturwissenschaften bisher angesiedelt sind. Ein naturwissenschaftliches Szenario zum Klimawandel jagt das andere. Und die entscheidende Frage ist aber ja schließlich, wie geht eigentlich die Gesellschaft damit um? Und was kann und muss sie anders machen, um diesen Klimawandel zu bewältigen? Der Klimawandel ist schon in vollem Gange. Andreas Lieberum beschäftigt sich damit, welche Veränderungen unserer Region bevorstehen. Da zeigen die Berechnungen alle, dass es in den Sommern sehr viel wärmer und sehr viel trockener werden wird und dass es in den Wintern hier in der Region sehr viel feuchter werden wird. Und beide Aspekte heben sich zwar in der Summe auf, bedeuten aber zum Beispiel für das Thema Landwirtschaft ganz gravierende Folgen. Ein zweiter Aspekt, den man sich vorstellen kann, ist, dass die Trockenheit dafür sorgt, dass die Flüsse Niedrigwasser haben im Sommer und damit nicht mehr in der Lage sind, das an Kühlleistung zu erbringen, was unsere großen Kraftwerke benötigen in der Region, gerade die Kraftwerke an der Weser. Und das dritte Element ist das, was am schwierigsten immer zu berechnen ist, ist das, was uns aber am meisten bedroht hier in der Region und gerade hier auch auf dieser Insel Spiekeroog, nämlich das, was passiert mit dem Meeresspiegel, wie wird er sich entwickeln in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und da gehen die Berechnungen des IPCC eben halt davon aus, dass es so irgendwas zwischen 30 und 60 Zentimeter sein werden. Höhere Deiche sind ein Mittel, den Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen. Die Teilnehmer der Klimagespräche wollen aber mehr als Anpassung. Auch Bremens Umweltsenator will bei den Ursachen ansetzen. Wir versuchen noch einstweilen, das ist ja auch der Hauptgegenstand dieser Konferenz, nicht so sehr nur über Anpassung an Klimaveränderungen zu reden, sondern die Klimaveränderungen zu verhindern. Dadurch, dass wir eben mehr für erneuerbare Energien machen, für Energieeinsparung und auch insgesamt unsere Gesellschaft und unsere Ökonomie umbauen und sie auf einen klimaverträglichen Pfad bringen. Das ist der Gegenstand dieser Konferenz. Dafür gibt es ein gutes Beispiel. Das ist das Thema Elektromobilität, wo wir als eine der Modellregionen ausgewählt worden sind. Da geht es um, der Norden tankt aus der Nordsee, und zwar Strom aus Windenergie für Elektromobilität. Insofern haben die Fragen, die hier behandelt werden für die Metropolregion und für Bremen auch, bedeutende Relevanz. Gerade das Beispiel Elektroauto aber beweist, wie vielfältig die Perspektiven bei den Klimagesprächen waren. Wer sich unbefangen anfängt, ein bisschen über Elektromobilität zu informieren, stößt darauf, dass bei dem Energiemix, den wir selbst bei einigen positiven Veränderungen in den nächsten Jahren schaffen können, der zusätzliche Stromverbrauch, der ja notwendig ist, um in etwas breiterem Umfang Elektromobilität auf den Weg zu bringen, und zusätzlich die Herstellung der Akkus, der Stromverbrauch, der dafür notwendig ist, dann nicht primär durch den Verbrauch, aber durch die, insofern doch durch den Verbrauch, nämlich durch die zur Verfügungstellung der
vermeintlich alternativen Energie ebenfalls zu einem CO2-Ausstoß führt, etwas indirekter, der genauso unvertretbar ist wie der gegenwärtige CO2-Ausstoß durch die traditionellen Benzin- und Dieselfahrzeuge. Auf ausgiebigen Spaziergängen wurden solche und andere Probleme miteinander diskutiert. Einigkeit war dabei aber nicht das Ziel. Es sollte jeder von den drei Tagen weggehen und sich das Gefühl haben, ich bin hier ein kleines Stückchen besser geworden für die eigenen Art von Engagement und Projekten, die ich so verfolge. Also in dem Sinn sagen, das hat sich gelohnt für mich. Im nächsten Jahr sollen die Spiekeroger Klimagespräche zum zweiten Mal stattfinden. Ein Thema soll dann sein: Zukunftsmodelle, wir können auch anders.